Schon seit der Mensch sich das Feuer zunutze macht, ist Licht ein Zeichen von Fortschritt. Die urbanen Metropolen strahlen nachts im Licht der Scheinwerfer und Leuchtreklamen. Seit der globalen Elektrifizierung sind unsere Städte selbst aus dem All erkennbar. Künstliches Licht ist aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegdenkbar. Das Projekt Meterlicht setzt an diesem Punkt an, geht aber einen komplett anderen Weg. Konzeptioniert wurde das Projekt Meterlicht von Mischa Kobal. Seit 2007 doziert er als Professor für Medienkunst an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Also das Problem ist, weil alles gleichermaßen jetzt beleuchtet wird, scheint es so, alles ist gleich wichtig. In Wirklichkeit ist es natürlich nicht so. Das wissen alle Beteiligten. Und deswegen gibt es Gott sei Dank jetzt auch genauso viele Runden, in denen Menschen, Lichtplaner, Stadtplaner, Architekten, Künstler auch zusammenkommen und sozusagen gegen diese Lichtverschmutzung angehen und sagen, wir müssen insgesamt dieses Thema reduzieren. Ich hätte niemals ein Projekt gemacht, in dem zum Beispiel alle 6 Türme mit ihren 6x8 Kanten und Verkantungen, weiß ich was, insgesamt kommt man da weit über 100, das einfach nur sozusagen dauerhaft anzustrahlen, erstens, oder dauerhaft leuchten zu lassen. Es geht also hier um ein sequenzielles Licht, um eine Dynamik, die bewusst Leertaste ist, die bewusst pausiert und nur durch das Aufscheinen und die Qualität des Verschwindens eigentlich die Arbeit formuliert. Seit dem 22.10. erscheint die Bergische Universität nicht nur in einem neuen Licht, sondern durch die sequentielle Beleuchtung in vielen verschiedenen. Also Meterlicht ist eigentlich, und das zeigen auch jetzt die ersten Reaktionen, gerade der Menschen, die als Nachbarn dort leben, die schicken uns Fotografien, schicken uns ihren Blick aus entweder Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, je nachdem, und beschreiben, dass sie jetzt, obwohl die Uni ja schon 40 Jahre an diesem Ort ist und sie selber zum Teil schon über 30 Jahre genau an diesem Ort leben, dass sie diesen Blick darauf haben, dass sie jetzt die Uni anders wahrnehmen. Ausgangspunkt für das Projekt Meterlicht waren Überlegungen zum 40-jährigen Bestehen der Bergischen Universität. Die Idee für Meterlicht ist schon vor 2 Jahren geboren worden. Dahinter steht, dass wir zu unserem 40. Geburtstag, die Bergische Universität ist in diesem Jahr 40 geworden, etwas schaffen wollten, was symbolisiert, dass die Region, die Wirtschaft der Region und die Wissenschaft eng zusammengehören. Um einen klimaneutralen Betrieb zu gewährleisten, setzt man auf eine Windturbinenanlage, die die Wuppertaler Stadtwerke in Kooperation mit GDF Suez Energie Deutschland speziell für die Stromversorgung der Lichtröhren konstruiert haben. Also für uns war es ganz wichtig, dieses Projekt von Beginn an so zu planen, dass es CO2-neutral laufen kann, dass wir diese Kopplung haben von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien, um zu zeigen, dass so etwas wie Lichtkunst, was ja sonst in Zeiten von Energieknappheit möglicherweise ein Problem wäre, dass so etwas auch in der heutigen Zeit laufen kann, ohne dass man sich diesem Vorwurf von Energieverschwendung aussetzt. Dafür war es natürlich sehr schön, dass wir mit den Wuppertaler Stadtwerken zusammenarbeiten konnten, die das ganze Know-how dafür haben. Wir werden also 3 kleine Windkraftanlagen hier direkt neben dem Rektorat aufstellen, die auch mehr Energie erzeugen, als wir letztlich dann für den Betrieb dieses Kunstwerkes brauchen. Die Planung und Umsetzung von Meterlicht wurde komplett ohne öffentliche Gelder und in enger Zusammenarbeit mit den finanziellen Mitteln von privaten Sponsoren aus der Region realisiert. Wir haben das nochmal nach vorne gestellt. Schaut her. Das, was ihr jetzt seht, ist möglich durch uns, durch die Bürgerschaft. Und das ist besonders.